Der vorletzte gemeldete Redner in dieser Debatte, Reinhold Einwallner von der SPÖ. Wo auch immer Sie diese Sitzung verfolgen, Sie erleben jetzt seit gut 2 Stunden ein Schauspiel zwischen FPÖ und ÖVP, das seinesgleichen wohl sucht. Sie beweisen, und zwar beide Parteien, beweisen seit über 2 Stunden die Verantwortungslosigkeit bei der Bekämpfung dieser Pandemie, meine Damen und Herren. Auf der einen Seite die FPÖ, die unglaublich, mit unglaublichen Wortmeldungen hier draußen steht, von Stasi-Methoden spricht, von Separierungslagern spricht. Meine Damen und Herren von der FPÖ, der Plan B steht wahrscheinlich für beschämend. Was anderes kann es nicht sein, wenn das Ihr Plan B ist. Und auf der anderen Seite die ÖVP, die weit weg von jeder Strategie agiert. Der Bundeskanzler spricht von, wie gefährlich es ist, wenn man verwirrt und verunsichert. Herr Bundeskanzler, Sie sind Teil dieser Verunsicherung, Sie sind Teil dieser Verwirrung. Sie tragen dazu bei, dass die Menschen verunsichert sind. Herr Bundeskanzler, was ist es denn sonst, wenn Sie offen einen Streit in der Bundesregierung austragen, in einem so sensiblen Thema? Das führt zu einer Verunsicherung bei den Menschen. Das ist das Problem, das wir haben. Und Herr Gesundheitsminister, Sie stehen hier heute auf und sagen, ja, wir hatten ein Kommunikationsproblem. Und der Bundeskanzler nickt ein bisschen dazu. Ja, das Kommunikationsproblem, die ganze Regierung ist ein Kommunikationsproblem in dieser Pandemie. Die Leute kennen sich ja nicht mehr aus, was gilt und was nicht gilt. Ein weiterer Punkt der Verunsicherung sind Ihre Landeshauptleute, Herr Bundeskanzler, Ihre Landeshauptleute, die mit wissenschaftsfeindlichen Aussagen agieren. Das ist doch unwürdig, wenn Landeshauptleute so agieren. Die Wissenschaft braucht jetzt Wertschätzung, meine Damen und Herren, und nicht solche Aussagen wie von Haslauer und Stelzer. Aber es ist halt immer das Gleiche bei der ÖVP. Wenn sie keine Lösungen parat hat, dann sucht sie Schuldige. Und jetzt sind es halt diesmal die Expertinnen und Experten, die gewarnt haben, sind jetzt plötzlich die Schuldigen. Fakt ist vielmehr, unser Problem ist, dass wir von Anfang an kein gesamtstaatliches Krisenmanagement hatten in dieser Krise. Das war von Anfang an vom Beginn der Krise das Problem. Dass es keinen nationalen Schulterschluss gab, weil der ehemalige Bundeskanzler Kurz geglaubt hat, er ist der alleinige Heilsbringer und kann diese Krise allein lösen mit Inszenierung. Das funktioniert aber nicht. In einer Krisenbekämpfung braucht man ein gemeinsames Vorgehen und nur das kann funktionieren. Es reichen keine Plakate, Herr Bundeskanzler. Es hätte eine Impfkampagne im Sommer gebraucht, aber die haben Sie gekürzt und das ist die Verantwortung, die Sie zu tragen haben. Und es reicht auch nicht, ein Regierungspartner zu sein und wenn man auch der kleinere Regierungspartner ist, hier stillschweigend zu assistieren. Der Gesundheitsminister steht hilflos dabei und schaut dem Treiben zu und das tut uns auch nicht gut. Und das Ergebnis liegt auf der Hand. Es wurde schon gesagt, der viel zitierte und angekündigte Sommer wie damals, den gibt es leider nicht. Es wurde wieder ein verschlafener Sommer. Wir haben die Chancen im Sommer nicht genutzt und dadurch resultiert ein schrecklicher Herbst und ein schrecklicher Winter, der große Folgen haben wird für die Wirtschaft und die Bevölkerung in unserem Land. Und das ist Ihre Verantwortung, sehr geehrte Damen und Herren.